Was seid ihr denn für ein Haufen Irrer? Hüte deine Zunge, Heide. Für deine Respektlosigkeit wirst du auf ewig in der Hölle der Wartezeit schmoren. Niemals wirst du in den Genuss der Gaben kommen, die der Gott der Bahn uns verheißt. Aha, aber sonst geht's dir gut. Du solltest dich lieber um dein eigenes Seelenheil sorgen, Ungläubiger. Wenn der Tag des großen Ausverkaufs kommt, wirst du auf ewig in der Hölle der Wartezeit schmoren. Wir Gläubigen hingegen werden nur kurz in der Hölle verweilen, um uns an deinem Leid zu laben. Danach werden wir ins Paradies einziehen. Am Tag des großen Ausverkaufs? Wovon zum Teufel sprichst du? Vom Ende aller Ungläubigen. Von dem Tag, an dem wir Gläubige ins Paradies einziehen, wo Milch aus wiederverwertbaren Tüten fließt und das Fleisch aus der Kühltruhe kommt. Dort müssen die Menschen keine Tiere mehr töten, um sich von ihrem schmutzigen Fleisch zu nähren. Niemand muss sein Wasser aus der verdorrten Erde holen. Es wird frisch und klar aus den heiligen Flaschen der Auvergne sprudeln. Ihr Ungläubigen werdet das jedoch nicht mehr erleben. Bis in alle Ewigkeit werdet ihr in der Hölle der Wartezeit schmoren. Ich wusste nicht, in welche Gefahr mich mein sündiger Lebenswandel gebracht hat. Bitte bekehre mich zum wahren Glauben, o Allwissender. Dich bekehren? Leider bin ich keineswegs allwissend. Zu tief steckt der Irrglaube schon in dir, wenn du meinst, ein einfacher Prediger könnte allwissend sein. Aber ich gebe dir gern Auskunft über das, was wir hier tun. Vielleicht ist der Gott der Bahn ja selbst in der Lage, dich zu bekehren. Dann lass mal hören. Vor vielen Jahren war ich technischer Berater einer sündigen Firma, die Frachtgüter in die Südsee lieferte. Dort wurden sie für teures Geld verkauft, obwohl sie von den Göttern als Geschenk für die Gläubigen gedacht waren. In der Südsee habe ich auch zum ersten Mal von der einzig wahren Religion erfahren, ihr aber nur wenig Beachtung geschenkt. Erst als uns die Götter die Plage geschickt haben, bin ich erleuchtet worden. Eines Tages habe ich diesen Tempel zur Verehrung des Gottes der Bahn gefunden, den die Ungläubigen verlassen hatten. Klingt interessant. Erzähl weiter. Anfangs war ich alleine. Doch nach und nach kamen immer mehr Menschen, die zum wahren Glauben finden wollten. Wie Pakete vom Fließband der göttlichen Verteilerzentrale. So konnten wir hier eine kleine, aber starke Gemeinschaft von Gläubigen aufbauen. Der Gott der Bahn wird uns für unseren Fleiß belohnen. Und das glaubt ihr wirklich? Glauben? Ich weiß es. Schon vor Jahren wurde mir die Wahrheit offenbart. Doch ich war zu verblendet, um sie zu verstehen. Wenn der Tag des großen Ausverkaufs gekommen ist, werden die Ungläubigen dieser Welt in der Hölle schmoren, bis es den Göttern gefällt, sie aus ihrem Sortiment zu streichen. Wenn das so ist, werde ich mein Leben genießen, solange es noch geht. Bye. Kannst du mir sagen, wann der nächste Zug kommt? Der nächste Zug? Schämst du dich nicht, dem Tempel des Gottes der Bahn die Sprache der Ungläubigen zu sprechen? Wenn du nicht ohnehin verloren wärst, müsste ich um deine Seele beten. Seit die Götter in ihrer unendlichen Weisheit die große Dürre über uns gebracht haben, dient dieses gesegnete Gleis wieder seinem eigentlichen Herrn, dem Gott der Bahn. Und wir hoffen auf seine Wiederkehr am Tag des großen Ausverkaufs. Am Tag des großen Ausverkaufs? Wovon zum Teufel sprichst du? Vom Ende aller Ungläubigen. Von dem Tag, an dem... Wenn... Ich soll die Gegend hier vermessen und wollte mich nur mal vorstellen. Vermessen?
Ja, das bist du, der du es wagst, den Tempel des Gottes der Bahn auf Karten bannen zu wollen. Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du erst einmal in der Hölle schmorst. Aber es steht mir nicht an, mich um die Heiden dieser Welt zu kümmern. Ich muss den wahren Gläubigen zur Seite stehen, auf dass sie den Prüfungen der Götter gewachsen sind. Ich glaube, ich muss weiter, und zwar schnell. Weiter? Um das Werk des Gottlosen zu verrichten? Verderben bringst du über dich und all die anderen Ungläubigen. Wenn dereinst der Gott der Waffenlobby mit seinen lodernden Feuern vom Himmel herabsteigt, werdet ihr jämmerlich vergehen. Nur diejenigen, die rein im Geiste sind, werden die Prüfungen bestehen, mit denen die Götter die wahren Gläubigen von den Heiden scheiden. Das Wrack einer alten Cessna. Das Ding wird nie wieder fliegen. Wache schieben ist wichtig. Obwohl wir noch nicht die Güter der Bahn besitzen, gibt es trotzdem Leute, die uns nicht einmal das Wenige gönnen, das wir haben. Wenn du hier Ärger machen willst, bist du genau beim Richtigen gelandet.